Heute bin ich zu Besuch bei der Anlage Limburg-Linther beim John Houston. An diesem Tag hatte ich auch einen netten Angelkollegen, der Björn war mit dabei, den ich das erste Mal bei der Viehbucher Mühle kennengelernt habe. Und wir haben uns durch Zufall morgens vorm Tor getroffen. Ich begann erst zu filmen, als es schon ein bisschen heller geworden ist. Zu Beginn fischte ich im Dunkeln noch den Buffform im Glow. Hier kann man sehen, wie sich der Buffform Glow auflädt, wenn man ihn mit der UV-aktiven Lampe kurz anstrahlt. Zu Beginn haben wir uns über SV Fishing Spoons unterhalten und festgestellt, dass dem Björn der 3,6 Gramm K01 Iris fehlt. Vorhin ja vergessen, mache ich nicht direkt Was? da. Ach, Quatsch. Doch. Nein. Gut ist es, wenn man sich direkt manche Spoons in doppelter Ausfertigung holt. Ich probiere direkt mal einen 3 Gramm. Bist du denn lieber in 3 oder? Aber ich fische eigentlich am liebsten so bis 3 Gramm, die Spoons. Ja. Ich habe so auch ein paar schwerere dabei, aber mein. So, 2 Zweier, 2 Fünfer sind eigentlich meine Lieblinge. Okay. Ist der was für dich? Der hat 3 Gramm genau. Ja, warum nicht? Smith DS Line heißt der. Okay. Das ist ein bisschen gebogen, siehst du das? Mhm. Und den haben wir jetzt? Kannst du gerne haben. Ja, ein Tauschstiel, alles klar. Noch besser. Hast du was Neues probiert? Ja. Original Japan. Das kennst du ja bestimmt, oder? Ja, kenn ich den. Ja, Grundriss. Jetzt hast du ihn aber auf Grund genommen, ja. 30 cm über Grund. Aber das war's auch schon wieder. Auf der Grundroute, ja. Aber das war's. Jetzt ist keine Ente da. Die Art Biss hatte ich kurz hintereinander 4-mal. Die Forelle hat den Köder kurz genommen, einen Meter Schnur gezogen und direkt wieder losgelassen. Wahrscheinlich aber nur ein Schnurschwimmer. Die ist nur durchgeschwommen. Geht. Der wurde der beinahe gerade weggeworfen. Ja. 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 Kann der. Ja, so ist es nicht, dass die Leute gehen. Du hast gesagt, ich soll nicht Action geben. Oh. Den Anfang machte bei uns Björn mit dem ersten Biss auf den Spoon. Wir angeln übrigens hier auch an dem kleineren der beiden Teiche, da der große abgelassen war und für Reinigungs- und Sanierungszwecke außer Betrieb war.
Leider habe ich die Aufnahme einigermaßen vernünftig nur auf die Kamera von der Kühlboxposition filmen können. Die anderen Aufnahmen werden gleich aus mehreren Perspektiven besser gefilmt. Das ist eine schöne. Schön dick sind sie, ne? Bei mir lief es zu Beginn mit Spuren weniger gut. Ich hatte zwar kurze Attacken gehabt, leichte Anfasser, aber irgendwie hatte ich morgens die Seuche, dass keine richtig hängen bleiben wollte. Ich probierte aus dem Grund dann den Mirax in 70mm, um zu schauen, ob die Forellen anstatt Blech lieber Gummi wollen. Direkt hier vorne, vielleicht 3 Meter weg, hat die kurz gezockt, ja. Ne, Gummi festgehalten. Und der nächste Biss beim Björn, wieder aufs Buhn. Alles gut. Verloren, super, bitteschön. Na, Spuren scheinen sie doch zu reagieren. Oh, Donner, Sonder. Ja, da drüben steht ein kleiner Schwarm, hundertprozentig. Ja. An dem Morgen sind auch bei den Mitanglern am See gut Forellen gefangen worden, auch Bienenmaden stehen lassend, an der Wasserkugel mit Pilotmontage ca. 1,40 tief eingestellt. Da der See ca. 2 Meter tief ist und die Kollegen wie gesagt auf 1,40 mit Bienenmaden gefangen haben, probiert sich dann den Köder knapp über Grund zu führen, da wir vermuteten, dass die Forellen tiefer stehen. Und Björn konnte schon die nächste wieder drillen. Ja, ich tu gucken nur. Ja, ich hab die gerade ausgelegt eben. Ich hab in der Ecke keinen Biss mehr gehabt, dann habe ich die gerade ausgemacht. Ist doch drüber, warte, machen wir doch so. Dann ist frei. Ja, ich häng da drin. Ja, mach ich auf, ist offen. Und, ist offen. Da drin. Dann such ich dir gerade Cash an, komm. Ja. Warte, ja. Hast du schon gesehen? Ja, die hinten irgendwo links, aber. Ja, das stammt, ja. Um nicht Gefahr zu laufen, den Fisch zu verlieren, habe ich dann mein Vorfach gekappt und Björn konnte den Fisch dann in Ruhe ausdrillen. Das ist eine gute, definitiv. Meistens mehr Kraft als die ganz großen. Oh doch, die ist gut. Die wird schon ihre 3 Kilo haben. Ja. Schon mal ein Cache, der ist ein bisschen länger. Wo ist er denn? Ach da. Oh, die ist schön. Nee, bleib. Ach da. Halt mal hoch.
Ja. Sehr schön. Klasse Tier. Super. Warte. Ja, auch hochkant, ja, komm. Die Schwanz hinten gerade, genau. So. Ja, ist okay. Jede Menge Bilder. Ich schätze mal, die wird sie haben, ja. Also 2,8 bis 3 wird es auf jeden Fall haben. Echt schönes Tier. Die hat ordentlich Alarm gemacht, ne? Leider bei dir auch durch die Schnur. Ja, tut mir leid. Basteln, nee, Hauptsache es ist dran geblieben. Ne? Wenn die dann abreißen oder aufschlitzen, ist dann scheiße. Ja. Das Schlimmste ist, wenn dann die Schnur, wie gesagt, oben reingeht. Ne? Dann hast du verloren in die Ringe. Ich habe mir dann auch schnell wieder ein neues Vorfach gebastelt. Marshmallow mit zwei Bienenmagen, 40 cm über Grund und neu ausgelegt. Einen Anstupser gehabt. Mir bleiben sie nicht kleben. Ehrlich, hier vorne. Ich sag ja, bevor ich wusste, welcher Tag ist und welche Uhrzeit, hat der Björn mir direkt schon drei Lachsforellen für die Füße geknallt. So kann's laufen. Da hat er nix. Nee, vorne. Hier vorne, direkt 2 Meter vom Ufer. Kurz von der Seite, zock. Ja, gerade Biss gehabt. Kurz zock. Ja. Haben wir gleich Patex drauf, Sekundenkleber, dass die hängen bleiben. Ja, bei mir auch immer, weißt du, 2, 3 ohne Worte, ne? Du. Ja, hier vorne hast du nicht mehr viele Möglichkeiten, ne? Ja. Ich hab jetzt auch ein... mit der Rutenspitze in meine entgegengesetzte Richtung gehen. Hab jetzt nochmal schwer ans Boden drauf gemacht. Von Kevin, die, weißt du, die sieht aus wie ein Löffelchen hinten. Ja. Die sind Knick haben, ja. Die flanken ja auch schön. Ja. Ich weiß nicht, was da für eine Marke ist, was da für ein Rohling ist. Keine Ahnung, aber die laufen echt gut. Es gibt. Sauber! Ja, es gibt kein Gerenne, gar nichts, ne? Jetzt hängt sie aber. Oh ja, eine kleine. Auf jeden Fall gibt es dann kein Gerenne um den Platz und wie gesagt, alles wunderbar, ne? Was soll ich sagen? Die gute Farbe MK01. Ich sage nett, dich zu sehen, Björn. Danke. Diese. So war da Dampf. Ja, Dampf haben sie, ja. Top, top, top. Auf jeden Fall sitzt der gut. Nichts Schöneres wie das Geräusch von der Bremse, ne? Ja. Ist schon geil. Ein Kumpel hatte sich, der mir auf Karpfen geht, den Piepston von seinem Bissanzeiger. Da sind 2 Pocken am Rücken, ne? Ja. Auch schon angetitscht worden. Hat er sich als Klingelton gemacht. Ne, von seinen Delkins. Ja. Wenn die abpfeifen. Vom Full Run. Wenn du den als Klingelton hast und bist morgens geweckt, dann bist du auch hellwach. Naja, wenn es rausfliegt, ist Abendessen gesichert. Vorwärts und Abend Fisch essen. Aus dem Backofen. Jetzt kommt sie. Und
Eingekeschert. Super, danke dir. Bitte. Ja. Petri. Dank. Ich hab den Messer neu geholt, der mit so einem kleinen Paddelschwanz von Probates. Die kannst du. So langsam, ja. Mal testen. Weißt du, mit den Gummis ist ja fast noch schlimmer mit den Spoons, ne? Da kommt ja jede Woche eine neue Farbe raus. Da kannst du dranbleiben. Ey. Nee, da kannst du mit einem Kleintransporter in den See fahren mittlerweile. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass der Köder von mir, der Gummiköder, sich mit dem Haken in einem Vorfach von der abgerissenen Forelle verheddert hat. Die hat quasi gar nicht meinen Köder genommen, sondern ich habe das abgerissene Vorfach beim Einholen des Gummiköders eingehakt quasi. Ich mag die Aktion eigentlich, wenn der so schlackert. Finde ich total geil. Aber wenn er absinkt. Wenn du den festhältst. Wenn du den festhältst, ja. Dass der genauso rauskommt, wie das Schwänzchen zeigt. Wenn du den ein bisschen zu weit nach links und rechts machst, dann überschlägt er sich. Also hast du praktisch genau mittig, wa? Ja, ziemlich. Ja.
Ne? Mhm. Da habe ich auch lang rumgetüftelt. Ja, ich habe das in der Badewanne gesehen. Ja. So in der Badewanne habe ich mit Teig probiert. Ja. Damals habe ich mir extra aus dem Knorber bei uns Play-Doh, Knetmasse für Kinder, gekauft. Ja. Und habe damit, weil Powerbed stinkt ja auch Zeug, ne? Dann habe ich in der Badewanne probiert hin und her mit diesem scheiß Play-Doh. Ne? Durch den Dreh raus hatte wieder Propeller funktioniert. Ja. Und danach war eine ganz neue Ära. Wirklich, war wie Tag und Nacht. Ja. Mit Teig schleppen war damals der Knaller. Ne? Ja, ich habe da die Auflagen gemacht, auf 13 Jahren, bevor der Team angefangen hat. Das macht schon Spaß. Ich habe dann auch immer noch das zweite Standsuche draußen, den Boden fast da ganz klein. Ja. Ja. Also das aktive Fischen jetzt mit, oder die Bisse hier sind brutaler als mit Teig, ja, ne? Biss. Gerade spreche ich davon. Geht schon, geht. Ne. Ja, ja, Gummi. Perform. Weggezaubert. Ja, ja, ich habe einen schweren Tanksten drauf, dass der runter geht. Ein 4 mm Tanksten-Kopf vorne. Und dann langsam über Grund gezubbelt, ne? Irgendwo, ganz hier vorne. Hier vorne, 2 Meter vom Ufer habt ihr den genommen. Weil irgendwo müssen sie ja stecken, ne? Die müssen wir gut weggeballert haben, inhaliert. Das ist der Vorteil von diesen Wurmdingern, weißt du? Ja. Die saugen sie meistens besser weg, wie die normalen Gummis. Sechster knapp weg drauf und ist auch groß genug, dann packt er direkt im Maul. Ich bin schon zurück. Das ist auch vorne. Ja, irgendwo hänge ich. Ist wieder frei, ja. Ja, im Bäumchen da, im Ast, ne? Ja, das hatte ich letztes Jahr schon, wo ich die Hose ausgezogen habe. Brauchst du nochmal. Boah, ganz schön kalt an der Nüsse. Ja. Jetzt hat sie verloren. Merci, danke schön. Aber wenn du den richtigen Biss hast, dann sind die platt, die Barform. Die sind ja so weich, ne? Ja. Total ausgeschlitzt, ne? Kannst du den vergessen. Die kannst du noch einkürzen. Ne, einkürzen. Einkürzen und dann halt kurze Stücke. Genau, da. Ja. Jetzt mache ich noch einmal rosa drauf und dann mache ich mit Teig. Bis zum Pinken. Da ist er wieder. Ja. Ja. Das ist ein besserer. Auf den Pinken. Ja, da vorne pink. Ein rosa. Knapp den Köder gewechselt, ne? Farbe.
Ja, die hat den Scheiben auch ganz knapp genommen. Zweimal nachgegangen, ne? Im dritten Mal hingen sie dann. Ja. Miss Piggy, sag ich immer. Ja. Ja, genau, Maulwinkel. Aber normalerweise packt der 6er eigentlich gute Haken von der Größe. Hm? Ja. Alle, ich mag die Routen. Viele mögen die ja nicht, weil die so bunt sind hier. Aber ich mag die Zemex-Routen. Die neue schön, die sie rausgebracht haben jetzt. Kein Riese, aber schwer aktiv. Ja. Schön. Vielen Dank. Auch ein abgerissen, hast du gesehen? Ist noch ein Haken drin von dem anderen. Hier vorne, da. Oh ja. Das ist nicht meine. Schön draufgegangen, herrlich. Ist das Ihre Haken oder was? Ein Sechser. Nee, ja, das ist. Ich glaube, ich habe hier so. Willst du einen Gummi haben? Ja. Ach, da ist auch. Oder? Ha? Guck mal, wir haben den drauf, dass der wackelt. Wir haben eben rausgefunden, hier ist eigentlich so eine Naht, so eine Pressnaht. Siehst du die? Ja. So, den wenden wir euch mal nochmal runter, weil der wird wahrscheinlich eh fliegen, den ist echt schon zerrupft. Meistens halten die nur einen guten Fisch aus. Ja. Wenn du den oben festhältst, so, ja. Guck ich mal, dass das Schwänzchen zu mir rüber zeigt. Ach ne? So, das ist krumm, ja. Genau, dass du quasi den, wenn du den reintust. Ja, genau, dass du dann den Haken zum Schwanz Außenkante hin hast, genau. Und dann solltet ihr eigentlich, weißt du, so, das ist eigentlich nicht richtig, ja. Da kann man vorher raus. Ja. Ich tue trotzdem mal kontrollieren, wie der läuft. Wenn er so ein bisschen trudelt, so ist auch okay. Guck mal, siehst du? Die hier bestelle ich mir beim, wo habe ich denn die her? Auch beim ASB, Fishing, Thunfishing. Okay. Beim Ismail. Da bestelle ich mal die ganzen Trautjara-Sachen. Was kosten so 10er Pack oder was sind das? Ach, sind da sind 10 Stück drin, auch so 6,99 was kosten die, ne? 7 Euro meine ich eine Dose, ja. Also hier die Farbe ist echt gut. Also da haben auch schon einige mitgefangen. Mhm. Und hier das Schwarz-Orange ist klasse. Schwarz-Orange. Hier das. Die Farbe ist auch gut, den Pink hinten dran. Ne? Und hier das Selbstleuchten. Oder das kannst du ja mit der Taschenlampe anstrahlen. Ja, kenne ich. Ja, genau. Ne? Und V-aktiv, ja, genau. Glow-Dinger, keine Ahnung, wie die heißen. Ne? Also die sind echt gut. Mit dem Gold habe ich noch nichts gefangen, schon oft probiert. Vielleicht, wenn es im Sommer, wenn die Sonne richtig knallt, dann reflektieren vielleicht die Gitterteile besser. Ne? Das sind die Haken, die das? Nee, das sind andere. Das sind hier die 6er Haken, die ich benutze. Ja. Ach so, okay. Ja, hier ist mir die Perle wieder abgekommen, muss ich festkleben mit dem V-Kleber. Mhm. Je nachdem, wenn die ein paar Mal wirfst, verrutschen die schon mal. Was kosten die Haken mit in der Küppe? Die mache ich mir selber. Ach, die machst du selber? Ja. Die Tangstenhaken, die kannst du dir bei eBay. Kosten die, keine Ahnung, das ist teilweise Sortimente, ne? Ja. Von bis. Also eine gute Größe sind hier so 3,5er oder 4 mm Köpfe und 2,8er. So dazwischen 2,8, 3,2 oder 3,5. Wenn man drei Größen hat, reicht eigentlich. Mehr braucht man gar nicht. Auch mit den Farben. Wenn ich das nächste Mal welche bestelle, bestelle ich alle in schwarz. Schon mal keine bunten mehr. Was denn? Hier, die Tangstenköpfe. Ja, schon mal alles nur noch schwarze. Die bunten hole ich mir nicht mehr. Weil ob der Fisch sich vorher den Kopf anguckt, ne? Der läuft gut, ne? Guck mal bei. Ja, genau so. Schön flanken. Man muss auch die gewisse Geschwindigkeit rausfinden, ne? Bin schneller. So, ja. Manchmal tue ich auch noch mal nachhaken. Das mache ich manchmal auch noch mal. Einfach mal rausholen, vielleicht versetzen 2 mm. Ne? Ich
ich bin auch kein Profi drin. Muss halt learning by doing, ne? Ist so. Ja, so lange ist der Köder ja noch gar nicht draußen. Nee. Ich meine, ich finde es ja gut, dass hier der Erwin und je nachdem ein paar andere noch so Videos machen, wo man mal gucken kann. Ne? So, das ist schön. Guck mal. Genau so. Nur diesen leichten, weißt du, diesen wie ein verwundeter Fisch, wenn der hinten... Der dreht sich noch ein bisschen an, der bewegt sich auch ein bisschen anders, der flankt ein bisschen mehr. Ich habe einen grün-gelben drauf. Ein bisschen schockiger wieder. Hier, guck mal. Der läuft schon gut. Hm? Lass mal absinken. Ja, die kürzeren, die trudeln nicht so runter, ne? Oder? Warte mal. Doch. Ja, doch, auch so, ne? Ja, ja. Braucht ein bisschen mehr Fallhöhe. Björn ist dann mit seiner UL-Route einmal um den See ein paar Ecken abzufischen. Und so konnte ich dann vorne den Einlauf befischen. Björn? Ja. Björn? Nächste. Bei dir vor den Füßen. Und wieder der Buffform. Grün-gelb diesmal.
Ach, gibt's doch nicht. Jetzt aber. Na komm. Jetzt. Ja. Hier kann man schon sehen, dass der Haken wirklich gut saß. Diesmal war die Erfolgsfarbe grün-gelb. Da ist er bestimmt auch ein schweres, richtig schweres Tungsten drauf, oder? Hier den. Welchen hab ich denn? Jetzt muss ich selber gucken, warte mal. Das ist nicht der ganz schwere. Den hier, na komm, nimm mal den hier. Den hab ich jetzt, der ist doch von der Größe genauso, oder? Der gleiche, würde ich sagen, oder? Also die sind 3,8 haben die, glaube ich. Ja, 3,8 müssten die haben. Jetzt Narben. Machen wir da. Das ist nicht ganz so groß. Ja, sind nochmal kleiner, aber von den großen habe ich keinen mehr. Von den 6ern. Das ist auch so ein Riesen da, wa? Ja. Hm? Ja. Ja. 3,8er. Ne? Oder so. Ich sag dem Toni auch immer, meine Kiste ist deine Kiste. Ja, ist so. Ne? Wenn man zusammen angelt über Jahre schon, ja. Ne? Dann ist das mir vollkommen egal, ob der jetzt einen Gummi bei mir rausholt oder auch einen Spoon. Zum Ende des Tages wechselte ich dann nochmal auf die Schlepproute. Als Köder den Bauerbeet orange-schwarz. Was ich immer noch gegen Feierabend mache, ist Stellen zu befischen, die im Tagesbetrieb von Mitanglern belegt waren. Die meisten Angler fahren sowieso Mittag nach Hause und gegen Nachmittag, meistens so kurz eine Stunde bevor geschlossen wird, ergeben sich dann nochmal Ecken, die man befischen kann. Ich hatte auch noch kurz einen Anfasser, nachdem ich hinten den überliegenden Mönch angeworfen habe. Aber leider hat die Forelle den Köder nicht vollgenommen. Ja, du musst halt gucken, dass du die richtige Form da auch hast, weißt du? Mhm. Dass du diese gebogene auch hast. Genau. Nicht, dass du irgendwas Grades hast, nee, weil die das... Die sind ja extra gebogen. Wie heißen die genau? Buff-Worm. B-U-F, Worm. Ja. Buff-Worm, okay. Buff-Worm, genau. Kann man sich ja merken. Die gibt es in 65 und in, ich glaube, 45. Das sind die langen, die 65er. Das sind die 65er? Die 65er, okay. Ja. Und der Shop heißt ASB Fishing Tackle. Ja, jetzt musst du mir aufschreiben. Jetzt wird zu spät. Jetzt wird zu schwierig. ASB. AFB. S. Anton Siegfried Berter, ASB. Ja. Fishing Tackle. Fishing und die, okay. Spoon, die Internetseite ist spoon.fishing.
Spoonpunkt-Fishing, okay. Spoonpunkt-Fishing ist die Internetseite. Und nein, ich habe keinen Vertrag mit Spoonpunkt-Fishing ASP Tackle. Und nein, ich bekomme keine Köder umsonst. Und ansonsten? Wo ist der Versand? Die sitzen hinten bei Aachen, in Weißweiler irgendwo, die Ecke ist das. Die versenden auch wirklich schnell. Also wenn du da bestellst, hast du innerhalb von 2 Tagen eigentlich deine Ware. Ist ja auch in Aachen, ne? Nee, kannst du auch nichts sagen. Und die Fische sind fettig. Ja, die sind schön. Ich hatte jetzt eine von 2,4, die hat ordentlich Gas gegeben, ne? Weil die größte. Die eine eben bei meiner Bremse zu. Ja, ja. Gut. Hast du zugeschlagen? Der Buffform? Ja, ja. Schwarz-orange? Ja. Killer. Allmählich raus. Das ist die kürzere Variante oder was? Das ist die, der 45er. Ja, der ist ja super kurz, weil den habe ich noch ein Stück abknüpfen müssen. Ah, zu groß. Das war mal der 65er, ne? Ja gut, wenn du hast denselben Preis. Ja. Wenn die mal, wenn du eine gefangen hast und dann vorne schließen die aus, ne? Dann machst du einfach hier im dritten Glied, zack, schneidest du ab, hast einen kurzen, ne? So. Gegen Ende wurde es dann nochmal regnerisch. Wir haben dann auch so langsam eingepackt und die Heimreise angetreten. Es war wieder mal ein schöner Tag, zusammen mit Björn zu angeln. Die Anlage kann ich sehr empfehlen, schöne Fische. Gute Wasserqualität. John ist ein sehr netter Betreiber, der auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir werden nochmal vorbeischauen, wenn der zweite See, der größere von beiden, wieder befüllt ist. Falls euch das Video gefallen hat, holt euch ein kostenloses Abo. Ich sag bis zum nächsten Mal, macht es gut, geht angeln und tschüss.